13. Dezember. Morgen hat Trixi Geburtstag und auf ihre Party laufen die Vorbereitungen natürlich auf Hochtouren. Vor allem bei den Spielen kann sich Suya tolle Sachen abschauen. Puno dagegen hält überhaupt nichts von Partyspielen. Je näher sein großer Tag rückt, umso unangenehmer wird ihm das Ganze. Kann er seine Party nicht einfach ablassen? Und dann ist da noch die Sache mit dem Sellerie. Ich schaue Brunos Brauchen schon seit heute Mittag unauffällig über die Schulter. Sie backt gerade eine Torte für Trixi, die morgen Geburtstag hat. Ich will auch eine Geburtstagstorte haben. Ob ich das hinbekomme? Wie ein kleines Superhirn versuche ich, mir alle schnurhaarklein zu merken, was die Menschen auf ihren Partys machen. Trixi und ihre Gäste bekommen Kronen als Kopfschmuck aus Papier. Moment mal, Frauchen hat doch so eine wunderbare Federboa in ihrer Kostümkiste. Die könnte ich auf meiner Party prima als Kopfschmuck benutzen. Ich müsste sie nur vorher rechtzeitig in kleine Stücke reißen. Oh, das wird famos. Ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Ermeline wird aussehen wie ein Filmstar. Und Bruno erst. Na gut, Bruno vielleicht nicht. Ich muss lachen bei der Vorstellung. Brunos Frauchen backt außerdem noch Muffins und Plätzchen im Backofen. Die sind viel schneller fertig als eine Torte. Vielleicht sollte ich auch Plätzchen backen. Brunos Herrchen kommt gerade in die Küche und seine Frau fragt ihn, haben wir eigentlich genügend Stühle? Du meinst, für die Reise nach Jerusalem? Ich lausche auf. Reise? Welche Reise? Fahren Trixi und ihre Eltern etwa weg? Aber wofür brauchen sie dann Stühle? Das macht mich sehr neugierig. Die Menschen besprechen ja auch noch etwas, das heißt Sackhüpfen und Eierlaufen. Seit wann können Eier denn laufen und Säcke hüpfen? Es wird immer spannender und klingt sehr lustig. Ich kann es kaum erwarten, bis es morgen ist. Als ich mich zu Bruno vor den Ofen kuscheln will, ist seine Decke leer. Ich kann kaum glauben, was ich sehe. Bruno macht Liegestütze. Träume ich etwa? Das ist doch nicht Bruno. Was ist denn in ihn gefahren? Alles okay bei dir? Hast du Fieber? Geht es dir gut? Frage ich besorgt. Sellerie, keucht der Hund. Alles bloß kein Sellerie. Ich verkneife mir ein Grinsen und strecke mich selbst ganz lang vor dem Ofen aus. Für einen kurzen Moment habe ich Brunos Decke nur für mich alleine. Ich will gerade die Augen schließen, da rumst es laut neben mir. Huch, ist ein Möbelstück umgefallen? Nein, es ist nur Bruno, der keuchend zu Boden gegangen ist. Würstchen. Mindestens ein Würstchen habe ich mir schon verdient. Echt sehr. Braver Hund, sagte ich zufrieden und tätschelte ihm den verschwitzten Kopf, was ein paar Worte alles bewirken können.